Wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. Oh, oh, in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Wahr zu sein, die Gnade fand auch.
Ja, mit diesem wunderschönen Lied darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Euch, die ihr hier live und in Farbe vor mir sitzt in diesem Raum und auch euch, die ihr über den Livestream dazugeschaltet seid. Es wäre jetzt mal spannend zu wissen, wie das bei euch zu Hause aussieht, ob ihr vielleicht gemütlich auf dem Sofa kuschelt mit was Leckerem zu essen oder in der Badewanne seid, wie auch immer. Es ist schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, und mit wem habt ihr es heute eigentlich zu tun? Mein Name ist Haniel und das ist Christine. Und wir sind hier in den Räumen der La Höhe, der Langensteinbacher Höhe. Hier gibt es ein großes Angebot von Seminaren und Kursen und Freizeiten. Und es gibt hier auch eine Gemeinde. Und alle sind herzlich eingeladen. Ja, und alle, die jetzt im Livestream zugeschaltet sind, ihr seid ja schon auf der richtigen Webseite. Ihr könnt hier alles anschauen, was für Angebote es hier gibt. Wir möchten jetzt gemeinsam einen Gottesdienst feiern und ich bin sehr froh, dass das möglich ist, gerade in diesen unruhigen Zeiten und dass wir sogar parallel hier in den Räumen unter uns ein Programm für unsere Kinder anbieten können. In der nächsten Stunde werden wir auch einige Lieder singen und ihr seid herzlich eingeladen, dabei mitzusingen. Ich bitte euch allerdings dazu, euren Mundschutz aufzuziehen. Jetzt möchte ich zu Beginn noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir in deine Gegenwart treten können, dass wir diese Zeit des Gottesdienstes feiern können, weil du dich zu uns herunterneigst, weil wir dir wichtig sind und weil du uns begegnen möchtest. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir ein Stück von dem begreifen können, wie groß deine Liebe zu uns ist. Und das bitte ich wirklich für jeden Einzelnen, der hier ist und für jeden, der uns jetzt hören kann. Bitte verändere du uns. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Amen. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Aber warum seid ihr eigentlich alle dabei hier? Ihr hättet doch auch jetzt noch einen Spaziergang machen können oder einen schönen Film schauen, aber ihr seid hier bei uns mit dabei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das eine Entscheidung aus freien Stücken war. Aus freien Stücken, ja. Freiheit, großes Wort, hohes Gut. Aber sind wir wirklich frei? Ich denke schon, dass wir uns glücklich schätzen dürfen, dass wir in einer Zeit und in einem Land wohnen dürfen, wo wir trotz der aktuellen Einschränkungen so viele Freiheiten erleben dürfen.
Wenn ich da zum Beispiel von mir als Frau ausgehe, wäre ich einfach mal ein paar hundert Jahre vorher oder in einem anderen Land geboren, hätte ich nicht die Freiheit, meinen eigenen Beruf zu wählen oder zu entscheiden, ob oder wen ich heiraten möchte und prinzipiell, wie ich mein Leben gestalten möchte. Aber noch wichtiger als diese Freiheit ist es, dass ich als Kind Gottes eine Freiheit erleben darf, die völlig unabhängig ist von äußeren Umständen. Tja, da hast du natürlich recht. Das ist schon eine besondere Freiheit, die wir haben. Jetzt interessiert mich nur noch eines. Haniel, du trägst da so eine Tüte mit dir rum. Was ist denn da drin? Das möchte ich eigentlich jetzt noch nicht verraten, aber ihr werdet es über den Abend noch verstehen. Jetzt hat er uns aber neugierig gemacht. Einzustehen, zu lachen über mich selbst. Du machst mich frei zu tun, was mein Herz sagt, doch wenn's anderen nicht gefällt. Du machst mich frei von dem, der mich verklagt, vom Urteil dieser Welt. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, das ist die Freiheit, die du uns gibst, das ist die Freiheit der Kinder Gottes, so ist die Freiheit, weil du uns liebst. Du lässt uns Freiheit, selbst zu entscheiden, Tod oder Leben, Fluch oder Segen. Du lässt uns Freiheit, dich selbst zu meiden, doch deine Liebe kommt uns entgegen. Die Freiheit der Kinder Gottes, das ist die Freiheit, die du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, so ist die Freiheit, weil du uns liebst. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, ist keine Furcht. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, ist keine Furcht. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, ist keine Furcht. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist keine Furcht. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, die du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, so ist die Freiheit, weil du uns liebst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, das ist die Freiheit, die du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, so ist die Freiheit, weil du uns liebst. Das ist die Freiheit.
Ja, vielen Dank für dieses tolle Lied. Ich glaube, wir sind jetzt alle richtig eingegroovt. Genau. Aber Haniel, wo ist eigentlich deine Tüte hin? Also ganz ehrlich, eigentlich brauche ich die Tüte überhaupt nicht. Okay, na jetzt interessiert es mich aber umso mehr, was da drin ist. Warum ist es so wichtig, was in der Tüte drin ist? Naja, bin halt einfach ein bisschen neugierig. Naja, also ich kann euch auf jeden Fall eins versprechen, was ihr jetzt gleich eingetütet sehen werdet, darauf werdet ihr nie gekommen. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ich weiß nicht. Ich meine, man sieht es doch überhaupt gar nicht, oder? Umso besser. Wahrscheinlich ist eh schlechtes Wetter heute. Doch, ich glaube, es ist schönes Wetter. Ich kann es fühlen. Sei doch nicht so dumm. Wetter kann man doch nicht fühlen. Also ich glaube, es hat heute Nacht geregnet. Meine Tüte ist total nass. Weißt du, ich überlege wegen draußen. Draußen? Sowas gibt's gar nicht. Ich frage mich manchmal, wie es wäre, wenn es außerhalb von unserer Papiertüte noch eine Welt gäbe. Wie blöd kann man eigentlich sein? Sowas glaubt doch heutzutage keiner mehr. Wovon redet ihr denn überhaupt? Sie meint, dass wenn wir unsere Tüten abnehmen, würden wir plötzlich eine ganz neue Welt entdecken. Stell dir das doch mal vor. Naja, ich habe ja nur gemeint, es müsse mehr geben. Du bist vielleicht ein Vollidiot. Wie kann es denn mehr geben? Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich sehe meine Hose, meine beiden Schuhe. Ich sehe sogar ein Stück vom Boden. Was soll man vom Leben denn noch mehr erwarten? Aber bekommst du nicht auch manchmal einen Blick von anderen Dingen, von schönen Dingen? Hör mal zu, meine Liebe. Das, was ich sehe, ist, dass ich mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Tatsachen stehe. Du träumst! Hast du jemals jemanden gesehen ohne Papiertüte? Nein, natürlich nicht. Aber ich hörte mal von jemandem die Stimme, die so frei klang. Ach, sei doch still. Sowas glauben doch heutzutage nur noch kleine Babys oder alte Leute, die kurz davor sind, die Tüte abzugeben. Ich sag's dir ein für alle Mal. Es gibt kein Leben jenseits oder nach der Papiertüte. Man wird damit geboren und man stirbt damit. Niemand kann seine Tüte abnehmen. Wozu auch? Guten Tag. Wer sagt das? Ich. Wer ist das? Ich bin da. Ja, aber wer sind Sie? Nehmen wir Tüte ab und Sie selbst. Wie bitte? Hört ihr nicht zu? Warum? Wir haben die Tüte weg. Wie meinen Sie? Schau, es ist ein so schöner Tag heute. Es gibt so viele neue Dinge und Menschen zu sehen. Ja, und woher wissen Sie das alles? Weil ich keine Tüte trage. Ich kann es sehen. Ja, die Olle macht Witze. Nein, eigentlich hätten die Menschen nie Tüten tragen müssen. Leider haben die einen großen Fehler gemacht, aber man braucht nicht traurig und gefangen zu sein. Traurig? Wer bitteschön ist denn hier traurig? Naja, also eigentlich ist meine Tüte schon etwas nass. Oh, gehen Sie weg! Sie bringen ja alle vollkommen durcheinander. Sie sind verrückt, eine Fanatikerin. Wir wollen solche Leute hier nicht haben. Oder, Mädels? Nein, wollen wir nicht. Oder? Ach, vielleicht ist ja doch etwas dran. Naja, ich wollte schon immer mal wissen, wie es ohne Papiertüte ist. Ich meine, ich fühle mich so schrecklich eingeengt in diesem Ding. Kann ich dir helfen? Mach es nicht! Nein! Wow, das ist ja viel besser, als ich es mir je vorgestellt hätte. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Oh nein, also, zu spät. So sieht echtes Leben aus. Nein, nein, es gibt gar keine Gefahr. Es ist alles gut. Jetzt sehe ich echtes Leben, nicht nur die eingeengte, egozentrische Welt der Papiertüte.
Was ist denn so lustig? Es tut mir leid, aber ihr beiden seht zu komisch aus. Warum nehmt ihr nicht einfach mal eure Tüte ab? Gut, das reicht. Wir können nicht mehr mit dir reden. Du bist jetzt auch eine Fanatikerin. Aber hör doch bitte zu. Nein, geht weg. Ach, vielleicht hat sie ja doch recht. Nicht du jetzt auch noch. Ich glaube, ich werde nur kurz einmal einen Blick wagen. Kann ich dir helfen? Du musst die ganz abnehmen. Nein, 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 danke. Ich weiß schon selber, wie das geht. Aha, ganz vorsichtig. Nicht zu viel. Ach, alles ist so verschwommen. Und die beiden sehen ja mal richtig komisch aus. Enttäuschend. Nein, das gefällt mir gar nicht. Ja, das hätte ich dir gleich sagen können. Reine Zeitverschwendung. Und Sie können gehen. Gut, wenn ihr meine Hilfe nicht wollt, dann gehe ich wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, komischer Tag heute, nicht wahr? Ja, die Olle ist einfach abgehauen. Tolle Freundin. Typisch von ihr, alles zu verderben. Es ist kalt heute. Glaubst du, es regnet wieder heute Nacht? Ach, ich weiß nicht. Ich meine, man sieht es doch überhaupt gar nicht. Vielleicht gibt es auch überhaupt gar kein Wetter. So, ich glaube, das mit der Tüte, das vergessen Sie nicht mehr, oder? Ich habe das zum allerersten Mal gesehen vor ein paar Wochen bei einem Jugendtag hier auf der La Höhe. Die Sache mit den Tüten, das fand ich so gut, dass ich dachte, das ist nicht nur was für irgendeinen Jugendtag auf der La Höhe, das ist auch richtig gut für uns. Und wenn Sie so ziemlich alles vergessen, was Sie heute Nachmittag in diesem frühen Abend hier gesehen und hören und erleben, ich bin überzeugt davon, dass mit der Tüte das bleibt. Und damit haben wir schon mal einen guten Punkt gesetzt, dass Sie das mit der Tüte noch wissen. Also ich denke, Sie brauchen jetzt keine riesengroße Interpretationshilfe, was das mit der Tüte bedeuten soll. Also Sie sind in einem Gottesdienst, Sie sind hier bei Menschen, die im Glauben an Jesus Christus verhaftet sind. Und es ist ja sehr schnell erkennbar, dass der Gedankengang der ist, dass wenn man einen Bezug zum lebendigen Glauben hat, wenn man Gott kennt, wenn man mit Gott lebt, dann lebt man tütenfrei. Und wenn man eben seine Tüte noch drauf hat, lebt man eben tatsächlich noch in einer alten, kleinen, eingeengten Welt. So ganz, 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 ganz grob die Denkschiene. Logo, war nachvollziehbar, war jetzt nicht so schwierig. Aber im Vorfeld von unserem Gottesdienst war ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie diese Botschaft bei Ihnen ankommt. Ja, denn die sehen ja schon ganz schön dämlich aus. Ja, ich weiß, die sehen schon ganz schön dämlich aus. Und da wir von Natur aus natürlich eigentlich sehr stolz sind, da wir von Natur aus schamvoll sind, ist natürlich das ganz, ganz doof, wenn uns jemand sagt, du siehst doof aus. Also und das, was du machst, ist nicht klug. Du bist dämlich. Das mögen wir überhaupt nicht. Zumal unserem abendländischen Restintellektualität passt das gar nicht. Denn wir sind aufgeklärt, wir sind top, wir empfinden uns als absolut tütenfrei. Und wenn jemand sagt, du hast eine Tüte auf dem Kopf, dann kommt das kontraproduktiv an. Könnte er sagen, dass der ein oder andere sagt und denkt, insbesondere auch die Gruppe, die du angesprochen hast, die jetzt in der Badewanne sitzt oder zu Hause sitzt, auf dem Sofa oder vielleicht hier, ich weiß es doch nicht, die denkt, nö. Ich? Eine Tüte? Nö. Deswegen dachte ich, bevor Sie das komplett ablehnen und bevor Sie sagen, ich habe keine Tüte auf dem Kopf, ich bin kein Tütenmensch, denke ich, vielleicht kriege ich Sie mit einer ganz anderen Kurve. Mit einer ganz anderen Kurve. Ob Sie es glauben oder nicht, die Sache mit der Tüte, das war nicht erst die Erfindung einer kleinen Theaterszene von 2020. Das ist schon richtig, richtig lange da. Und tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt eine vorchristliche Geschichte der Tüte. Also, dass die Idee mit dieser Tüte auf dem Kopf, die ist noch nicht einmal eine christliche Idee. Und vielleicht kriege ich Sie dadurch, dass Sie so ein bisschen mit mir in die Philosophie eintauchen. Also wenn Sie sagen, na, mit der Tüte habe ich es nicht, dann gehen Sie mit mir mal in die große Szene der griechischen Philosophie. Plato,
Ich habe nachgerechnet, tatsächlich genau exakt vor 40 Jahren habe ich das gelesen. Ist schon ein paar Jahre her, im Griechischunterricht, da war Plato dran. Und da hat man das berühmte Höhlengleichnis gelesen. Erinnern Sie sich? Es schimmert nur einzeln erkenntnistheoretisch. Also nochmal, das Höhlengleichnis, Plato, wichtigstes Stück. Was ist passiert? Plato sagt Folgendes. Plato sagt, stellt euch eine Höhle vor. In dieser Höhle sitzt eine Person. Diese Person ist gefesselt und kann sich nicht bewegen. Sie ist so gefesselt, dass sie mit dem Rücken zur Höhlenöffnung sitzt und sieht quasi nur auf der gegenüberliegenden Seite Schimmer von Ereignissen, die hinter ihr, dieser Person, stattfinden. Aber die Person, die eigene selber, kann sie ja nicht sehen, sie kann sich ja nicht umdrehen. Es ist also nur eine Schattendiskussion, die diese Person durchführt. Und nun ist die spannende Frage, was macht es diese gefesselte Person? Sie kennt ja keine andere Wirklichkeit als diese Wirklichkeit, dass da irgendwelche Schatten über die Höhlenwand huschen. Und das ist ihre Wirklichkeit. Und sie baut sich jetzt eine Wirklichkeit, eine Schattenwirklichkeit auf. Sie diskutiert die Schatten. Und da gibt es Experten, Schattenexperten, die das alles diskutieren. Und Plato sagt, so sind wir in unserer sinnlichen Wahrnehmung. Wir diskutieren, diskutieren, diskutieren. Und das ist sein Grundgedanke, jetzt innerhalb der griechischen Philosophie. Noch gar nicht christlich. Innerhalb der griechischen Philosophie, ich brauche jemanden, der was machen muss. Ich brauche jemanden, der mir die Fesseln abnimmt, der mich dadurch befreit, dass ich mich umdrehen kann und dass ich aus diesem bescheuerten Eingesperrtsein dieser Höhle heraustreten kann. Was wird aber passieren, wenn ich aus der Höhle heraustrete? Ich werde komplett geblendet sein. Diese Wirklichkeit wird für mich eine ganz andere sein. Ich muss mich erst an diese neue Wirklichkeit gewöhnen. Sollte ich wieder zurückkommen, dämlicherweise, in meine Höhle, dann werde ich mich in dieser Höhle überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Und die, die ansonsten mit mir zusammen waren und in ihrer alten Höhlenposition noch sind, die werden sagen, oh Mann, der hat aber mächtig nachgelassen. Der ist gar nicht mehr fit in der Schattendiskussion. Der ist auf einem ganz anderen, denn der ist ja inzwischen nachtblind geworden durch die Höhle. Und die Sonne. Starkes Gleichnis. Ja, ich weiß. Vollkommen außerhalb des christlichen Feldes. Deutlich vorchristlich gedacht. Und auch nicht spezifisch auf den Lahö 1700 Gottesdienst hingedacht. Sondern natürlich im griechischen Denken gedacht auf sinnliche, begrenzte Wahrnehmung weiterführen zur geistigen Wirklichkeit, zur eigenen geistigen Welt. Das war so die Idee dann eines Plato und dieser Schulen, die zu ihm gehörten. Aber jetzt mal runtertransformiert und ein bisschen umgebogen auf den christlichen Gedanken, ist die Idee absolut gut. Und sehen Sie, wenn Sie die Tüte nicht lieben, dann nehmen Sie Plato. Also dann nehmen Sie Plato und sagen, der Gedankengang ist genau da, dass tatsächlich ich in einer Welt lebe, einer eingegrenzten Welt lebe, die ist für mich, da ich ja keine andere kenne, ganz normal. Sie ist ganz normal, sie ist ja für mich nicht fremd. Ich habe von der einen anderen Stelle so ein kleines Gefühl, ist das alles, die Tüte, die Höhle? Aber eigentlich lebe ich so mein Tütenhöhlenleben und gehe da so durch. Das sind ja alle mit mir da drin und diskutieren die Schattenbilder an der Wand, diskutieren die nasse Tüte und sind dann eben in diesem Raum drin. Das ist die gefährliche Gewöhnung. Man kann sogar noch einen weitergehen und sagen, ich weiß ja gar nichts von einem Leben jenseits der Tüte. Ich weiß ja gar nichts von einem Leben jenseits der Höhle. Da ist ja ein Informationsdefizit und deswegen bin ich ganz blöd dran da in meinem entsprechenden Höhlenleben, das für mich so normal ist. So, das ist die Grundidee mit unserem Thema an diesem frühen Abend. Eingetütet. Wir haben da lange in der Vorbereitung diskutiert, was Sie wohl denken, wenn Sie eingetütet lesen. Und wir hofften alle, dass Sie nicht drauf kommen, dass da Menschen eingetütet sind. Sonst wir dachten an Toilettenpapier oder an andere wichtige Dinge, wo Sie sagen, die werden gerade eingetütet. Aber dass Sie auf jeden Fall nicht drauf kommen, dass da Köpfe eingetütet sein könnten. Tütenmenschen. Aber jetzt sind wir doch halbwegs drin. Also Tüte oder Plato, wie auch immer, wir sind drin. Der Grundgedanke ist also, Menschen sind in einem Raum, in einem
Lebensraum, der eng, klein, dunkel, Höhle, begrenzt ist. Und Plato und nachher Christus beziehen das auf alle Menschen. Also, um es zu sagen, keiner ist von sich aus draußen. Das ist das Motto, ich bin draußen auf die Welt gekommen, sah die Welt draußen und bin durch irgendeinen Schicksalsschlag dummerweise in der Höhle gelandet. Oder ich hatte ein Leben ohne Tüte und habe die Tüte übergestülpt. Nein, der Gedanke ist ein ganz anderer. Ich bin als Tütenmensch gestartet. Ich bin als Höhlenmensch gestartet. Das ist etwas, was natürlich da ist. Und das Nächste ist natürlich bei der Tüte weniger sichtbar als jetzt bei Plato. Plato beschreibt eben diese Fesseln. Ich kann mich nicht befreien. Es braucht jemand, der mir diese Fesseln abnimmt. Es braucht jemand, der mir sagt, du dreh dich mal um. Steh mal auf. Guck mal, wo die Schattenbilder herkommen, die du dein Leben lang da diskutierst. So, wenn wir das jetzt im Hinterkopf haben, dann denken wir natürlich, wow, da ist der Kern in diesem einen kleinen Wörtchen eingetütet, ist eigentlich der Kern christlicher Glaubensüberzeugung wirklich super drin enthalten. Das ist der Grundgedanke, dass man sich nochmal fragt, wieso sind wir eigentlich als Tütenmenschen am Start? Das ist eine ganz blöde Rolle. Wir erleben ja, dass das passt doch eigentlich gar nicht. Die Tüte gehört nicht zum Menschen auf dem Kopf. Das passt nicht. Warum sind wir als Tütenmenschen unterwegs? Und wenn Sie jetzt mit mir geistlich rückblenden, dann entdecken Sie, dass tatsächlich das zu den Grundüberzeugungen in der christlichen Philosophie, im christlichen Denken gehört, dass der Mensch, egal welcher Kultur, egal woher er jetzt seine Wurzeln hat, dass dieser Mensch ja ursprünglich ganz anders geplant war. Er war nicht mit Tüte geplant. Und ich würde sagen, ja natürlich, ganz klar, sieht auch doof aus da mit der Tüte. Sie und ich, wir waren nicht mit Tüte geplant. Wir waren ohne Tüte geplant. Die Ausführung ist ein tütenfreies Leben. Und dann ist dieser Break, dieser Bruch im Leben der Menschheit passiert, dieser Riss passiert, dass tatsächlich zwischen sie und dem lebendigen Gott ein Unterbrecher reinkam, ein Verlust einer ganzen Welt und Wirklichkeit. Und zwar der entscheidenden, wesentlichen Welt und Wirklichkeit. Eine dramatische Reduzierung findet statt. Von der Welt, die ich an sich hatte, in den Raum einer Tüte. Das soll für sie beengend wirken. Das sollen sie spüren, dass sie sagen, nee, ich kann kein Leben in der Tüte führen. Ich habe das früher dann manchmal so in den anderen Beispielen, als nur Beispiel, das merken Sie ja, dann so formuliert, es ist, als ob wir an einer Streichholzschachtel unterwegs wären und bedeuten und meinten, das wäre das Universum. Es ist, als ob wir unsere Garage zum Kosmos erklären würden. Ja, an einen kleinen, begrenzten Lebensraum und meinen, das wär's. Und so leben Menschen, wie gesagt, alle Menschen in diesem Verlust des unmittelbaren Lebens in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ein echtes Tütenleben. Ein Wahnsinnsverlust, eine Wahnsinnsreduzierung, eine Riesenansammlung von Schuld, von Versagen, von nicht kompatibel sein mit dem lebendigen Gott staut sich auf. Es ist genau das, was mit einem kleinen, beschränkten Tütenleben uns serviert wird. Und so leben wir unsere kleine Tütenexistenz mit all den kleinen Freuden und auch Nichtfreuden, die wir da so haben, marschieren so ein paar Jahrzehnte durch diese Welt und gehen als Tüte wieder raus. Das ist es. Plato oder Tüte, egal. Bei der Tüte weniger, bei Plato deutlicher. Deswegen leichter Vorteil für Plato. Ich komme allein nicht raus. Ich komme allein nicht raus. Ich bin gefesselt. Ja, ich bin gefesselt. Ich brauche in jeder Hinsicht eine Hilfe von außen. Jetzt trennt sich Plato und ich, das macht es nicht weit aus. Bei ihm ist natürlich jetzt die Philosophie, die geistige Größe, die diese Befreiung bringt. Und wir würden aus christlicher Perspektive sagen, nö, da drehst du nur noch mal eine Kurve in der Tüte. Der Gedanke an christlichen Glauben ist dann zu sagen, es braucht eine wirklich außerhalb der Menschheit kommende Größe, die in die Höhle reinkommt. Es braucht was von außen. Innerhalb von uns Menschen geht das nicht mehr. Das sind nur Tüten unterwegs. Kleine Tüten, große Tüten, egal, Tüten. Ich brauche das von außen.
Und das ist das, was jetzt, Sie spüren das vielleicht ein bisschen, dass der Markenkern des christlichen Glaubens seit 2000 Jahren, dass es eine Offenbarung, eine Äußerung gibt, die außerhalb des Menschseins ist, die zu den Menschen kommt. Das ist die Grundidee. Nicht ich entwickle etwas in der Diskussion der Schattenwirklichkeit und denke, das ist jetzt die neue Ideologie, das ist die neue Philosophie, das ist die neue Religion, sondern es ist alles Tütenleben. Ich brauche etwas, was von außen reinkommt, das ganz andere. Und das ganz andere, was von außen reinkommt, das sind die Worte von Gott. Gott hat geredet. Wow. Er von außen in die Tütenwelten redet er. Er hat sich ein Tütenvolk ausgesucht. Es gibt viele Tütenvölker. Er hat sich ein Tütenvolk ausgesucht, dem er sich in ganz besonderer Weise geoffenbart hat. Das Volk Israel. Dem hat er Boten geschickt, Propheten geschickt. Dem hat er Mittelspersonen geschickt, die haben Worte von Gott bekommen. Denken Sie nur an das, was die Menschheit durch das Volk Israel insbesondere bekommen hat. Die berühmten 10 Gebote, da gibt es noch viel mehr Worte, aber die sind nun wirklich weltweit bekannt. Da hat Gott von außen reingeredet in diese Welt, in diese ganze Tütensoße. Er hat geredet. Und hat einmal, zweimal, dreimal, immer wieder geredet, immer wieder. Über Jahrhunderte hinweg hat er geredet. Wir haben ja ein ganzes Buch davon, die Bibel, Worte von Gott, Worte in die Tütenwelt. Und dann setzt er dem Ganzen die absolute Spitze drauf, er toppt das, er beendet es, er bildet die Krone von seinem Reden, er schickt seinen einzigen Sohn, er schickt Jesus. Deswegen nennt ja auch dann die Bibel interessanterweise Jesus das Wort Gottes. Das ist quasi das Wort Gottes in Person. Das heißt, er vermittelt das nicht mehr nur an eine menschliche Person, die es wiederum uns zu sagen hat, Propheten, Mose, Josua, wie sie alle reisen, sondern er selber kommt, das Wort Jesus kommt selber in die Tütenwelt, zieht sich, das ist der Einzige, eine Tüte auf, obwohl er weiß, dass es ohne Tüte geht, um in unserer Tütenwelt zu leben und uns von außen zu berichten, wie es außen ist. Das ist der Schlüssel, merken Sie, das ist der Schlüssel. Der absolute Schlüssel ist, Gott redet durch Worte, er redet durch seinen Sohn zu uns. Wunderbar. Also erster Gedankengang, Rückblende, unsere Tütenwelt. Zweiter Gedankengang, ich brauche eine Hilfe von außen. Da kommt der eine, da kommt Jesus. Und der dritte Gedankengang ist natürlich, das war ja im Theaterstück schnell erkennbar, braucht man gar keine Erklärung mehr, aber in unserem Fall braucht man jetzt noch eine Erklärung. Wie lebt sich's denn ohne Tüte? Oder ich muss ja das tütenfreie Leben jetzt beschreiben. Was ist jetzt ein tütenfreies Leben? Oder die Tüte ist weg, was ist jetzt? Was passiert, wenn mir jemand meine alte Tüte des Lebens ohne Gott und der Glaubenslosigkeit abnimmt? Welcher Realität begegne ich denn, wenn die Tüte weg ist? Hier sind ganz viele tütenfreie Menschen, die kenne ich. Welche Realität sind sie denn begegnet? Vielleicht schon als kleines Kind, dass ich von Jesus gehört habe, Geschichten von Gott gehört habe, irgendwo in einem Kindergottesdienst waren, in diese tütenfreie Welt hineingeführt wurden. Oder sie sind schon ein paar Jahrzehnte mit Tüte unterwegs gewesen und irgendwann einem tütenfreien Menschen begegnet. Da hat ihnen geholfen, diese blöde Tüte loszukriegen. Und sie haben die Tüte runtergenommen und es wurde ihnen geholfen, die Tüte runterzukriegen und sie dachten, das ist ja der Wahnsinn, habe ich ja gar nicht gewusst. Es gibt ein Leben ohne Tüte. Was habe ich denn dann? Also fangen wir ganz elementar an. Allein die Wahrnehmung, dass ein Gott ist, ist ein Riesengeschenk. Dass man das versteht, begreift, erfasst, dass man da sein Leben drauf gründen kann, auf diese Erfahrung, die damit verbunden ist. Wow, das Universum ist gar nicht leer. Wir sind gleich das letzte Staubkorn diesem Kosmos. Da gibt es den einen, der das alles gemacht, das geschaffen, der das durchdringt, der präsent ist, der da ist, der das steuert, der das lenkt. Es gibt den einen Gott, diesen Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da ist einer, da ist der eine. Der Thron
der Welt, des Universums ist schon lange und für immer und andauernd besetzt. Das ist unser Gott. Ist das ein schon ein total anderes Wahrnehmen der Wirklichkeit, wenn Sie diese Wirklichkeit wahrnehmen mit dem Wissen, es ist der eine Gott. Der eine Gott ist da. Einmal und für immer. Es sind alles ja nur Facetten, aber wenn Sie das jetzt auf sich weiter wirken lassen, dann merken Sie, da geht ein ganzes Universum logischerweise auf. Das begreifen Sie, dann machen Sie einmal die Tüte weg und Sie wissen gar nicht, wo Sie anfangen sollen. Das Nächste, was dazu kommt, ist natürlich, Sie merken, dieser Jesus, was der getan hat, das ist ja unglaublich. Er hat uns ja nicht nur informiert, das war ja schon sehr freundlich, von einem tütenfreien Leben, von der Realität Gottes. Er hat uns auch informiert, wie wir jetzt neu mit Gott wieder leben können, wie wir ohne diese Einschränkung leben können. Ich kannte es ja gar nicht, ich wusste es doch nicht ohne ihn. Und da hat er seinen Sohn gesandt, Jesus. Und dieser Sohn hat was Außergewöhnliches getan. Dieser Sohn hat sich tatsächlich stellvertretend für alle Schuld unseres Tütenlebens hat er sich geopfert am Kreuz auf Golgatha. Vielleicht haben Sie von dem Opfer von Jesus schon gehört. Vielleicht sind Sie ein christlich sozialisierter Mensch und haben einen Konfirmationsunterricht gehabt oder Religion oder Kommunion oder irgendwas oder sind einfach halbwegs weltanschaulich normal informiert und haben vom Kreuz, vom Kreuzestod von Jesus gehört. Das ist ja alles okay. Oftmals ist es aber dann unter dem Sinn von mich nicht berührend zu, wie dämlich ist das denn, zu, ey, was für eine blöde, blutige Geschichte. Und jetzt werden Sie Christ, Sie kriegen Ihre Tüte los und sehen plötzlich das ganz anders, total anders. Sprechen Sie mit einem noch nicht Christ über das Kreuz und einem Christ über das Kreuz, dann denken Sie, reden die von derselben Sache. Der eine sagt, was für ein Blödsinn, unnötig, blutig. Und der andere sagt, die beste Idee, die es je gab. Genial, was da Gott hingekriegt hat, dass er tatsächlich seinen Sohn für mich hat sterben lassen. Paulus bringt das einmal auf den Punkt, diese Wahnsinnsspannung zwischen Tüte und ohne Tüte. Er sagt, ohne Tüte sage ich, das ist mein größtes Glück, Jesus der Gekreuzigte. Mit Tüte sage ich, was für ein Schwachsinn, was für ein ekliges Ding ist das denn? Tüte, ohne Tüte. Ohne Tüte. Halleluja, Jesus ist mein Herr. Er ist der Gekreuzigte. Er ist gestorben. Und indem er gestorben ist, hat er alles, was mit der Tüte zusammenhängt, für mich weggenommen. Das ganze alte Leben, alles, was an Schuld, an Belastung, an Trennung, an Distanz zwischen mir und meinem Gott da war und da ist, nimmt er komplett weg. Er nimmt mich in einen Raum hinein, wo ich jetzt tatsächlich mit ihm leben kann. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen und das Bild von der Tüte noch ein bisschen weiter diskutieren, dann entdecken Sie natürlich schnell, dass wir immer wieder auf eine Thematik jetzt schon gekommen sind, sowohl mit dem Schöpfer als auch mit dem Kreuz, als auch mit der Sünde, immer wieder auf eine Thematik gekommen sind. Wie lebe ich denn mit diesem Gott? Wie geht das denn? Welcher Art von Weltwahrnehmung ist das denn? Wie funktioniert das denn? Und all die mit mir ohne Tüte schon seit Jahren, Jahrzehnten leben, die wissen das. Es ist eine ganz besondere Marke der Wahrnehmung dieser Welt. Das funktioniert nur über eine einzige Schiene. Und die Vokabel dafür, die ist in der Bibel mit Glauben angegeben. Glauben am allerbesten zu übersetzen mit Vertrauen. Einsteigen in die Welt eines tütenfreien Lebens geschieht im Vertrauen. Ich lebe im Vertrauen. Vertrauen ist der Stoff der Beziehung zwischen mir und dem lebendigen Gott. Das ist es. Es ist auch nicht eine Religionswelt, nicht ein neuer Katalog, nicht irgendwie eine Spezial-Update, sondern es ist eine ganz elementare menschliche Sache, die wir untereinander unterbrochen praktizieren und der wir gar nicht leben könnten, auch als Tütenmenschen nicht leben könnten. Und jetzt kommt Gott und sagt, genau so lebe ich mit euch. Ihr könnt in die Vertrauenswelt zu mir einsteigen, dem lebendigen Gott. Tütenfreies Leben heißt, im Vertrauen auf den lebendigen Gott leben können. Das ist es. Es geht. Und jetzt verstehen wir, oh, ich hoffe, Sie verstehen das, warum dann hier in diesem Gottesdienst Lieder gesungen werden,
die eigentlich mindestens zwei, vielleicht sogar drei Themen andauernd in sich tragen. Das eine Thema ist das Thema von der Freiheit. Das Thema von der Freiheit. Ist ja ganz klar. Tüte weg heißt frei. Endlich frei. Endlich nicht eingesperrt in die kleine Gottlosigkeit, sondern raus in das Gottvertrauen des lebendigen Gottes. Was ist das für ein Glück. Und das andere, was immer wieder vorkommt, schon beim ersten Lied, ich hoffe, Sie haben es noch im Ohr, das ist ja relativ bekannt. Wir dachten so ein bisschen, Amazing Grace tut Ihnen gut. Ja? Dieser Gedankengang, ich war blind und jetzt sehe ich. Freiheit, Ketten, Fesseln, weg, blind, sehen. Und das sind die Metaphern, das sind die Welten, die in der ganzen Bibel ununterbrochen auftauchen, wenn es um christlichen Glauben geht. Ich kann sehen. Ich bin nicht mehr blind. Ich bin raus aus der Kiste. Raus aus der Höhle. Ich führe keine Schattenbilder-Diskussionen mehr. Ich kann sehen. Das ist Glück. Riesenglück. Ich muss weitergehen, sonst kommt ihr Abendessen nicht zustande. Wenn Sie jetzt das Nächste mit mir überlegen, wenn die Tüte weg ist, dann werden Sie schnell mit mir nachvollziehen, dann sieht das Leben ganz, ganz anders aus. Es sieht anders aus. Sie können ja nachher mal so tütenfreie Menschen fragen. Die leben ja jetzt jeden Tag ohne Tüte. Die sprechen mit Gott. Die wissen seine Existenz. Die verlassen sich auf ihn. Die werden von ihm gelenkt. Die haben eine viel größere Welt und Wirklichkeit. Und Sie werden mir das nachsehen, mit der Tüte nicht, aber mit Plato nachsehen, wenn ich sage, es gibt so einen ganz alten Chorus, der ist uralt, der wurde vom Englischen ins Deutsche übersetzt und da heißt es dann, wenn ich bedenke, was der Herr getan, also wenn ich daran nachdenke, wie ich meine Tüte losgeworden bin, dann kann ich nie mehr zurück. Fragen Sie irgendeinen tütenfreien Menschen und bieten Sie ihm eine Tüte an und sagen, nee, bleib mir weg damit. Kein Tag mehr mit Tüte. Kein Tag mehr mit Tüte. Kein Tag mehr. Ohne dass ich nicht auf diesen Gott vertrauen, mit ihm leben, mit ihm reden, ihn sehen, arbeiten, alles machen kann, alles, immer wieder. Ich darf ohne Tüte leben. Wie komme ich da hin? Wie komme ich zu einem tütenfreien Leben? Die Theaterszene war ja sehr eindrücklich. Ich muss irgendwie diese blöde Tüte loswerden. Diese Tüte loswerden. Und ich habe mir gedacht, ich zeige Ihnen das, indem ich Ihnen ganz kurz es nur erzähle. Lesen müssen Sie es selber. Es steht natürlich in der Bibel, klar. Im Neuen Testament auch klar. In dem Buch Apostelgeschichte und dort im zweiten Kapitel. Da wird die Startergeschichte erzählt, wie es funktioniert seit 2000 Jahren, dass Millionen und Abermillionen von Menschen ihre Tüte losgeworden sind. Das ist der Klassiker. Wenn man den Klassiker drauf hat, kann man die Ableitungen führen. Ja? Also der Klassiker heißt, Petrus, der Apostel, redete zum Volk. Tut eure Ohren auf und lasst die Worte zu euren Ohren eingehen. Schöner Satz, richtig? Vielleicht sind Sie jetzt ein bisschen enttäuscht. Und Sie dachten, Sie brauchen zwei, drei Engel, die quasi in die Tüte vom Kopf nehmen, dann wumm, ein Lichtkranz und Sie sind vollkommen in so einer Art 2.0-Ausgabe von sich. Nee, das ist viel einfacher, viel elementarer. Man muss zuallererst hören. Deswegen gehört das Weitersagen, auch in so einem Gottesdienst, gehört das ganz elementar dazu. Man muss es hören oder lesen, die Worte aufnehmen. Und Petrus zitiert dann tatsächlich einen Text aus dem Alten Testament in diesem Klassiker. Und danach sagt er da, und jetzt hört mir zu. Und dann spricht er recht normal und verständlich, auch nicht irgendwie klausuliert oder dramatisch. Er erklärt es einfach, wie das funktioniert, ohne Tüte leben. Also im Grunde genommen, verstehen Sie, sind Sie gerade mittendrin im Klassiker. Sitzen hier und hören zu. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt etwas
Da stehen wir seit 2000 Jahren davor. Dass es dann hier in dem Klassiker heißt, und als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Das ist es. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Herz ist jetzt nicht nur Emotion gemeint, wir sind ja emotional recht unterschiedlich aufgestellt. Sondern Herz meint Lebensmitte, meint meine Person, meint mein Ich, das ist mein Kopf drin, mein Wille, meine Emotion, das ganze Set, das bin ich, das ist mein Herz. Das heißt, etwas kommt in meiner Person an und es findet eine Verwandlung meines Herzens statt. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ja. Muss ich Ihnen ehrlich sagen. Vielleicht sind Sie jetzt enttäuscht. Aber vielleicht sind Sie auch froh. Also, Sie können die Mischung noch bestimmen. Sie müssen zumindest wissen, kein tütenfreier Mensch kann sich auf das tütenfreie Leben irgendetwas einbilden. Keiner kann sagen, als ich meine Tüte in großem Einsatz von mir riss, ja, und ich zur Erkenntnis des Lebendigen glaube, nur Blödsinn. Das ist ein Wunder. Wenn Gott an Ihnen, an mir das getan hat und Sie die Tüte weggekriegt haben, wow, das ist ein Wunder. Und sagen Sie, gut, habe ich verstanden, dann kann ich ja dazu gar nichts tun. Und dann muss ich sagen, nein, falsch. Das scheint für unsere kleine Kausalitätswelt so zu sein, aber Gottes Kausalität ist ein bisschen anders als unsere kleine innerweltliche Kausalität. Das muss man ihm einfach zugestehen. Es ist ein hundertprozentiges Wunder, wenn Sie die Tüte losgeworden sind, aber es hängt ganz eindeutig an Ihnen, ob Sie die Tüte loswerden wollen. Knirscht's? Hoffentlich. Denn das geht nicht in unseren kleinen Kopf rein. Wenn die Verantwortlichkeiten bei uns nicht klar geregelt sind, dann werden wir ganz nervös, zumal das Deutsche. Es muss immer einen geben, der für alles den Kopf hinhält. So. Wenn Gott den Kopf hinhält, ist er schuld. Oder ich, dann ich. Und jetzt sagt Gott, nee, ich bin ganz verantwortlich. Wir sagen, pff. Sagt, nee, du, ich, beides. Das ist ein hundertprozentiges Wunder. Und gleichzeitig heißt es, die aber jetzt die Worte annahmen. Okay. Und sie begreifen, wenn sie ein bisschen mit mir mitdenken, so unlogisch das ist, so gut ist es. Ich werde nicht in eine Art Gottessog manipuliert, plötzlich zum Upgrade geführt. Sondern ich werde gefragt, ob ich meine Tüte loswerden will. Willst du ohne Tüte leben? Frag mich, mein Gott. Und das darf ich dann sagen. Das gehört zur Freiheit des christlichen Glaubens. Jeder, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, ist es in großer Freiheit geworden. Ganz klar. Und gleichzeitig weiß jeder von uns, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der tütenfrei lebt, boah, mit mir ist ein echtes Wunder passiert. Beides gilt. Merken Sie, wie es funktioniert? Sie werden nicht dadurch Christ, dass sie irgendwo hingebeamt werden. Da passiert auch nichts Mystisches. Das ist ein recht normaler Vorgang des Hörens, des Aufnehmens, des Verstehens mit der ganzen Person. Das dauert manchmal ganz kurz, manchmal ganz lang, bis ich das für mich erfasse, begreife, wahrnehme. Das ist mein Gott. Ich stütze mein Vertrauen auf ihn. Ich glaube an ihn. Und dazu gebraucht Gott, das ist das Spannende, immer Menschen. Menschen, die das sagen, die das erklären, die für sie Zeit haben, die eine Bibel in die Hand drücken, die sie mitschleifen auf die Lahö. Ach, er braucht meistens Menschen. Weiß ich, wie sie hierher gekommen sind oder wie sie diesen Gottesdienst hören und erleben. Vielleicht hat irgendjemand sie auf diesen Link aufmerksam gemacht. Dann war das schon so eine Hilfe Gottes, klar. Und jetzt die Frage, wollen sie ihre Tüte loswerden? Und echt,
Wollen Sie Ihre Tüte loswerden? Wollen Sie in der kleinen, alten Welt ohne lebendigen Gott weitermarschieren? Und mit Ihrem Tütenleben irgendwann vor dem lebendigen Gott stehen? Oder wollen Sie Ihre Tüte loswerden? Sie können Ihre Tüte loswerden. Keiner muss mit Tüte leben. Und keiner muss mit Tüte sterben. Und keiner muss mit der Tüte vor dem lebendigen Gott ankommen. Wissen Sie nicht? Sie können ohne Tüte leben. Klar. Würde ich Ihnen wünschen, bin ja einer von diesen Produkten dieses Gottes, dem diese blöde Tüte abgenommen hat. Und wenn ich das hier so lese und das wahrnehme, denke ich, oh Mann, mein Gott, ich danke dir für jeden Tag ohne Tüte. Für jeden Tag ohne die Schuld meines Lebens. Für jeden Tag, an dem ich himmelskompatibel, himmelstauglich leben darf, durch deine Liebe, deine Vergebung, deine Gnade. Ich danke dir für die Zukunft, die du mir geschenkt hast in dir. Ich danke dir für den Raum der Ewigkeit, in dem ich heute schon leben darf. Ich danke dir für ein tütenfreies Leben. Klar. Der Slogan dieses Gottesdienstes wandelt sich jetzt. Aus eingetütet wird jetzt ein neuer Begriff für Sie. Und er heißt, die Tüte muss weg. Richtig? Vergessen Sie es nicht. Die Tüte muss weg. Die Tüte muss weg. Die Tüte muss weg. Ich wünsche Ihnen ein tütenfreies Leben. Herr Jesus Christus, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du uns so sehr lieb hast, dass du mit deinem Vater diesen Tütenbefreiungsplan durchgezogen hast. Danke. Danke, dass du es uns schenkst, in einer Vertrauensbeziehung mit dir zu leben. Danke, dass du uns die alte Existenz wegnimmst, dass du uns unsere Gottlosigkeit, unser Eingesperrtsein, unser Dich-Negieren, all das wegnimmst und dass du uns neu in diesen Realitätsraum, diesen großen, weiten Realitätsraum deiner Wirklichkeit hineinführst. Danke. Und es ist unser großes Glück, die wir zum Glauben an dich kommen durften, das große Glück, dass wir ohne Tüte leben dürfen. Und du weißt, es ist unser großer Wunsch, dass so wie wir das von dir geschenkt bekommen haben, dass andere in diesem Raum und diesen Gottesdienst mitverfolgen, das ebenfalls für sich erleben dürfen. Auf dich zugehen, deine Worte hören, dir begegnen, dich annehmen und erleben, die Tüte ist weg. Danke dafür. Amen. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht und in das Dunkel. Kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade.
Gunst, der Herr der Zeiten, verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus meine Hoffnung weht. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegt den Tod und Kraft. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, dein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Ein Element unseres Gottesdienstes, das ich immer ganz besonders schätze, ist es, wenn wir Einblick in das Leben von Menschen aus unserer Gemeinde bekommen dürfen. Und deshalb freue ich mich heute, euch, Heike und Jürgen Arndt, nach vorne bitten zu dürfen. Ja, hallo, wir sind die Familie Arndt. Mein Name ist Jürgen. Wir kommen aus Ödigheim. Ich arbeite in Baden-Baden als Hausmeister. Was ich noch vergessen habe, bin 55 Jahre jung. Und ja, der Job macht mir sehr viel Spaß. Zurzeit haben wir nicht viel durch die Corona-Plage. Aber ich lerne dort sehr viele Leute kennen, weil wir auch im Betriebsablauf betätigt sind und in der Rezeption. Habe auch viele prominente Leute schon kennengelernt, wie Dalai Lama oder George Clooney. Also ist recht abwechslungsreich der Job und es macht sehr viel Spaß. Hallo, mein Name ist Heike Arndt. Ich bin seit 30 Jahren mit dem Jürgen verheiratet. Wir haben einen Sohn. Ich bin in meiner Freizeit gern draußen und ich lese sehr gerne. Ja. Es gibt noch eine Leidenschaft, die euch beide verbindet. Ja, was Afrika. Also wir durften uns letztes Jahr auch ein großer Traum erfüllen und waren 3 Wochen in Afrika unterwegs, in Namibia. Wir durften nach Simbabwe und Botswana und ja, sind sehr dankbar dafür, dass dieser Traum sich erfüllen konnte. Ja, das klingt alles sehr spannend. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch etwas mehr noch nachzuhaken bei den beiden. Aber was uns jetzt ganz besonders interessiert,
Das ist etwas, was wir jetzt im Vorfeld schon in einem Gespräch herausgefunden haben, dass es nämlich bei den beiden tatsächlich eine Zeit gab, und zwar eine doch relativ lange Zeit in ihrem Leben, wo sie gewissermaßen eine Tüte auf dem Kopf hatten. Jürgen, berichte doch mal, wie dieser Zustand war. Ja, also ich war mein Leben lang immer geschichtsinteressiert, historisch interessiert. Ich habe zum Beispiel die deutschen Sagen alle gelesen, die griechischen Sagen, wusste viel über, ja, über das Mittelalter, auch über Napoleon und so, Erster, Zweiter Weltkrieg. Aber letztendlich hat mir das, ja, ich weiß nicht, ich habe mich wahrscheinlich da immer im Kreis gedreht und war, also ich habe die Tüte auf dem Kopf gehabt und habe nicht weiter gesehen im Leben. Ich habe auch Teile in der Bibel gelesen, aber mehr aus historischem Hintergrund und nicht aus, ja, also nicht tiefer geblickt. Und das so war im Prinzip mein ganzes Leben bis vor einem Jahr. Heike, bei dir war das ein bisschen anders. Wie hast du diesen Zustand gesehen? Ja, bei mir war es anders. Ich war in der katholischen Kirche, war da immer auch sehr gerne in der Gemeinde engagiert, wenn es irgendwas zu helfen gab oder habe ich mich da auch sehr gern eingebracht, habe aber nie wirklich einen Zugang zum Glaube gefunden und habe einfach immer nur eine Leere gespürt, die hat sich einfach nicht füllen lassen. Ja, und offensichtlich steht ihr heute beide da ohne Tüte. Der Zustand, was wir schon wissen, ist gar nicht so arg lang her und deswegen sind wir sehr neugierig, wie es dazu kam. Ja, also bis vor einem Jahr haben wir diese Tüte noch getragen und dann hat Gott uns ein riesengroßes Geschenk gemacht und hat uns zwei Menschen geschickt, die heute auch da sind und für die wir ganz arg dankbar sind. Wir haben ganz viele Gespräche gehabt und ja, haben über Gott und die Welt geredet und auch immer über den Glaube und wir haben ganz, ganz viele Fragen gehabt und sie konnte ganz viele davon beantworten und daraus entstand dann der Wunsch, einfach mal zum Gottesdienst mitzugehen. Und dann hat der Sohn von ihnen geheiratet und es war für uns der Anlass, da mal zum Gottesdienst mitzugehen, uns das anzugucken und wir waren so begeistert, dass wir von da an fast jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen sind und dann war eigentlich auch ganz schnell klar, dass wir Jesus in unser Leben lassen wollen, dass wir den Weg mit ihm gehen wollen und wir sind heute so dankbar, dass wir diese Tüte nicht mehr haben, dass die weg ist. Ja, jetzt steht ihr ja hier so unbetütet. Gibt es denn noch eine Botschaft, die ihr ganz unbedingt loswerden wolltet, die wir unbedingt mitnehmen möchten? Ja, also was ich dazu sagen möchte, wo mir sehr viel bringt, ist, lest im Evangelium, macht euer Herz auf, lasst euch fallen. Ich weiß, Jesus fängt euch auf und er geht dann mit euch. Vertraut drauf, er macht's wirklich, es ist so. Jesus ist für uns da. Amen. Ja. Ganz herzlichen Dank für eure Offenheit. Ich glaube, das klingt nach viel mehr. Ihr seid eingeladen, auf die beiden zuzugehen und sie nochmal persönlich zu fragen, auf jeden Fall. Vielen Dank und Gott segne euch. Dass der König kam und mich empfing. War verloren, doch er nahm mich an, oh wie er mich lieb, oh wie er mich lieb. Bin der Sohn befreit, oh es wird mich frei, ich bin Gott. Gnade hat er mich erlöst. Was gab das Sünde, doch Jesus starb für mich. Ja, er starb für mich. Bin der Sohn befreit. Oh, es wird nicht frei. Ich bin Gottes Kind. Ja, sein Kind, denn in sein
macht's für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Du erwählst mich und verlässt nicht. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, bist mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du erwählst mich und verlässt nicht. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, bist mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Oh, durch dich weiß ich, wer ich bin. Wie das Sohn befreit, oh, ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du erwählst mich und verlässt mich. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, bist mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Nur durch dich weiß ich, wer ich bin. Bin der Sohn befreit. Oh, ist ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Ja, ihr habt es vorhin gehört, die Tüte muss weg. Wenn ihr daran interessiert seid, mehr über den Glauben zu hören, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr die Tüte gerne loswerden möchtet, dann kann ich euch nur einladen, genauso wie Heike und Jürgen das gemacht habt, da nicht locker zu lassen. Sucht euch Menschen, mit denen ihr reden könnt, und wenn ihr gerne das im Rahmen von einem Kurs machen möchte, dann darf ich euch herzlich einladen, auf die Lahö zu kommen am 15. November, das ist ein Sonntag, Nachmittag, und alle eure Fragen mitzubringen, alles, was ihr gerne durchdiskutieren möchtet, wo ihr unsicher seid, wo ihr ärgerlich seid, was euch einfach nicht klar ist, kommt und werdet eure Tüte los. Ihr könnt euch anmelden, ihr findet Informationen dazu auf unserer Homepage, und für alle, die hier sind, wenn ihr nachher rausgeht, bekommt ihr einen Flyer, da stehen alle Infos nochmal drauf, und da wird auch noch eine kleine Überraschung für euch mit dabei sein. Natürlich wird dieser Kurs unter den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen und Bedingungen und Vorschriften sein. Ja, und ich möchte euch gerne auch noch was mitgeben und möchte euch bitten, zum Gebet und Segen aufzustehen. Vater im Himmel, du bist die Liebe selbst, und ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den du ermutigt hast, heute dabei zu sein. Du bist jedem von uns nah, auf der Couch zu Hause oder hier im Raum. Du liebst jeden von uns bedingungslos, so wie wir sind, mit all unseren Fehlern. Du sehnst dich danach, mit jedem von uns Gemeinschaft zu haben, und wartest geduldig auf jeden, der noch an seiner persönlichen Tüte festhält. Herr, schenke du den Mut, dass wir Ja sagen zu Jesus und uns und jedem Einzelnen von ihm die Tüte abziehen lassen, damit wir Jesus sehen, liebend, wartend auf jeden Einzelnen. Es ist einfach großartig, dass wir ohne Tüte, mit Blick auf Jesus,
in jeder noch so turbulenten Zeit einen festen Anker haben, der uns Angst und Sorge nehmen kann. Danke für diese große Gnade. Und so darf ich uns das Versprechen deiner bedingungslosen Liebe zusprechen. Der himmlische Vater segne dich, er behüte dich auf deinem Weg durch dein Leben, durch diese Zeit. Er berühre dein Herz immer wieder aufs Neue, um dir die rechte Orientierung zu geben. Er schenke dir Mut, dich in Jesu Arme fallen zu lassen. Jesus, der am Kreuz alles für dich gegeben hat, er schenke dir seinen Frieden. Amen. Sind wir jetzt fertig? Ja, jetzt sind wir fertig. Aber eine Frage habe ich noch. Was ist in dieser Tüte? In der Tüte ist nichts. Da war mal was drin, aber jetzt ist die Tüte leer, denn ich brauche sie nicht mehr. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr frei und ausgetütet durch euer Leben gehen könnt. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend noch. Tschüss. I just wanna praise ya. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise ya. I'm gonna praise ya. In the corner of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been bound for so long. It feels like all hope is gone, but as I lift my hands, I understand I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Everything that could go wrong all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. Lord, I know you wanna see that I can hold on through these trials, but I need you to lift the load, cause I can't take it no more. Take the shackles off my feet so I can dance. I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains so I can lift my hands. Been through the fire and the rain, bound in every kind of way, but God has broken every chain, so let me go. Take the shackles off my feet so I can dance. I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. Shackles off my feet so I can dance. I can dance. I just wanna praise you. Praise you. I just wanna praise you. Praise you, praise you. You broke the chains so I can lift my hands. I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. Praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you.
danger. I just want a praiser. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise him. I'm gonna praise him. Took my feet so I can dance. I just want a praiser. You broke the chains so I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. On my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been bound for so long. Feels like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise ya. I just wanna praise ya. You broke the chains so I can lift my hands. And I'm gonna praise ya. I'm gonna praise ya. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind. Lord, I know you wanna see. I will hold on through these trials, but I need you to lift this load, cause I can't take it no more. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise ya. I just wanna praise ya. You broke the chains so I can lift my hands. I can lift my hands. I'm gonna praise ya. I'm gonna praise ya. Been through the fire and the rain, bound in every kind of way. God has broken every chain, so let me go. Take the shackles off my feet so I can dance. I can dance. I just wanna praise ya. Praise I just wanna praise ya. Praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. Lift my and I'm hands gonna praise ya. Praise I'm gonna praise ya. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise ya. I just wanna praise ya. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise ya. I'm gonna praise ya. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise ya. I just wanna praise ya. You broke the chains, now